Yo, da sind wir auch wieder beim Fußballmanager 12. Ich habe schon angefangen, ohne aufzunehmen, hier die Aufstellung zu bearbeiten. Ich wollte jetzt mal ein paar andere reinbringen. Was geht hier? Hier Taus drin, Hans Norris. Wen kann ich jetzt hier noch reinstellen mal? Jamie Luca kann doch bestimmt auch. Offensives, defensives, zentrales. Zentrales, okay. Mai Passi. Wechseln wir mal hier. Und dann mit Leon Robben soll ja hier auch ein bisschen sich verstärken. Einmal auswechseln mit Mats. Nimm die alle mal ein bisschen rankommen. So, Julian Polkler, du musst auch mal wieder rein, habe ich das Gefühl. Ah ja, genau, ich habe den Torwart auch, Michael Jani. Einmal rausgenommen und Fußball-Consumer reingestellt. So, schauen wir uns die zweite Mannschaft nochmal an. Hier ist die Form bei denen nicht verkehrt. Die Jungs reißen richtig was. 17 Tore geschossen, keine Tore reingelassen. Also das ist nämlich eine super Leistung. 18 Punkte, das heißt 6 Siege, das ist nice. Sehr, sehr nice. Im Moment ist Mr. Wer wie auch immer drin und Adolf Stömpel sitzt auf der Bank. Linus, ich glaube, der kommt nicht so wirklich oft dran. Was natürlich blöd ist, aber bei so vielen Torwärtern ist das gar nicht so einfach. So, wir machen hier nochmal Golf spielen. Hier, ein Handicap von 32. So, eine Olle haben wir immer noch nicht gefunden. Wieso eigentlich nicht? Ich verstehe es nicht. So, unsere Jugendmannschaft glüht. Was hat unser Training? Das ist heute noch. Wir haben sogar noch was da. Alle mentalen Fähigkeiten. Überzahlspiel. Mhm. Taktik, sonstiges. Wir wollen mal Elfmeter üben. Das ist nicht verkehrt, weil Standards müssen auch mal geübt werden. Schüsse. Okay, in die zweite Mannschaft darf heute individuelles Training für die individuellen Trainingsziele. Und dazwischen nochmal das hier. Okay. Schauen wir mal, was sich hier ergibt. Transfers. Aha, aha. Oh, da habe ich Escape gedrückt. Ja, wussten Sie. Arbeitserlaubnis in einigen Ländern. Sprache lernen. Ja, das habe ich auch schon gemacht. Jo. Heutige Trainingseinheiten. Technik, Kurzpass, individuelles Training. Das Hunter ist wieder fit. Glückwunsch. Das Training. Das sieht jetzt wie aus? Wir schauen uns nochmal die Mannschaft an. Da darf eigentlich noch ein bisschen Fitness rein, oder? Ich mache diese Woche auch nochmal hartes Fitnesstraining. Jupp. Kein Platz mehr. Jupp. Fitnesstraining. Jupp. Und Torhüter, Fitnesstraining. Jupp. Zweite Mannschaft sowieso. Die brauchen auf jeden Fall Fitnesstraining. Die sind alle nicht so ganz fit, ne, die Jungs. Okay. Teamführung. Wir gehen nochmal in die zweite Mannschaft. Das war doch... Ach hier, Jungs. Ihr seid doch alles... Exited. Eigentlich möchte ich ihm sagen, dass er gut gespielt hat. Also das ist auf jeden Fall so gut trainiert, Junge. Und wen hatten wir noch drin? Alex Bratpfanne. Du hast super trainiert. Man hat ein bisschen wenig Auswahlmöglichkeiten, also zumindest von den Sachen, die man eigentlich sagen möchte. Lars, du hast ein super Spiel gehabt. Großes Lob. Danke, danke. Sweet Danny hat auch letztes Mal jetzt ja das Tor gemacht, ne? Mann des Tages. Super letztes Spiel. Lächel glücklich. Das war mein Durchbruch. Von jetzt an werden meine Gegner Respekt vor mir haben, meinte er.
Das fühlt sich nicht gut an. Hm. Er wird ein bisschen überheblich. Kann es das bedeuten? Tau. Was kann ich denen sagen? Gib alles im Training. Ich tue, was ich kann, erwidert Tau. Allerdings weiß ich nicht, ob momentan noch viel Luft nach oben ist. Michael Jani. Du hast super trainiert. Super letztes Spiel. Danke, 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 Trainer. Danke, Honeyboy. Danbo. Jo. Tino, okay. Jugendmannschaft, da sehen wir auch noch nichts Neues. Ne? Das sind hier alles Luschis. Ah, ekel. Erregend. Wir brauchen eine bessere Jugendmannschaft. Okay, privater Bereich. Wir machen wieder natürlich einen Trainingslauf, so oft es geht. Damit wir ja immer wieder mal ein bisschen besser werden. Infrastruktur. Wie lange dauert das denn? Das sind 16 Tage. Stadion ist auch bald ausgebaut. Ich hoffe, dass wir auch bald mehr als zwei Aufträge gleichzeitig haben können. Das nervt ja richtig. So, und die Fitness steigt. Das ist super. Okay, Alltag nach der Königsklasse. Sieg. Unentschieden, Niederlage. Ach so, in... Aha, aha. Bayern hat unentschieden gespielt. Hier sehen wir die Siege. Wir sind ja in keinem Pokal. Das heißt, wir haben ja eigentlich richtig viel Zeit. Glaube ich. Okay, Spitzenspiel der zweiten Mannschaft. Wir spielen auf jeden Fall mit der ersten Mannschaft gegen Energie Cottbus 2. Die sind richtig schlecht. Und da hoffe ich, dass wir mal richtig reinklatschen. So, Tau, du hast richtig schlechte Moral. Was ist da los? Achso, weil... Ich bin ein Mädchen. Nein, Entschuldigung, aber... Macht sich Sorgen, oder? Was ist hier los? Besorgt. Das Trainingshütchen, bla. Da müssen wir uns vielleicht auch nochmal Gedanken machen, dass wir uns anschauen, dass die besonders wichtige Trainingsziele kriegen, damit sie auf ihre Position stärker werden. So, die Mannschaft ist jetzt nicht hier die stärkste. Death Hunter möchte ich reinnehmen. Tino, tschüss. Flashmaster. Fast. Für Zutina. Julian Polkler für Zutina rein. So, gucken wir erstmal, was es hier für Nachrichten gibt. Martin Große. Christoph kehrt zurück. Yo, yo. Scouting abgeschlossen und Spitzenspiel. Wie sieht es denn in der zweiten Mannschaft hier aus? Ja. Okay. Wo war denn das eigentlich? Hier ist das Stadion. Finanzstatus. Boomjournal, Prämien. Infrastruktur. Das ist das. Achso, Statistiken. Ah, hier. Da, die Spielerkabinen haben wir ja schon super umgebaut. Sehr wenig besucht. Kosten pro Spiel 3.500. Einnahmen letztes Spiel, Einnahmen bisherige Saison. Oh, beim letzten Spiel haben wir richtig gut eingenommen. Okay. Toiletten, eine. Kosten pro Spiel 1.000. Boah. Ich glaube... Netto, da haben wir... Ach, das ist ein Freundschaftsspiel, deswegen. Okay, da haben wir natürlich Verlust gemacht. Jugendcamps haben wir noch gar keine. Ist vielleicht auch ein bisschen... teuer, beziehungsweise zu früh dafür. So, wir müssen auf jeden Fall versuchen, Geld reinzukriegen. Der kümmert sich hier ja darum. So ein paar Peanuts kann man ja mal ausgeben. Die Fans. Wer ist für dich der Spieler der Saison? Sweet Danny mit 35%, Dambo mit 33% und Taldo mit 32%. Und Taldo Dude ist viel zu jung und unerfahren. Aha. Ich bin stolz auf unsere jungen Spieler. Und Taldo Dude will surf. Kennt gerne. Wir haben zu viele Spieler, die zwar Geld kosten, aber nichts leisten. Ey, was soll das denn heißen, bitte? Ja. Wollen wir mal einen Appell an die Fans machen? Diese Option hat einen positiven Effekt auf die Zuschauerzahl in dem nächsten Spiel. Aber seien Sie vorsichtig und verwenden Sie nicht zu oft. Ansonsten reagieren die Fans ganz schnell gereizt.
Also, was heißt denn Busse subventionieren? Sonderzug zur Verfügung stellen? Okay, Appell mal an die Spieler. Gut, man muss ja alles sich mal ein bisschen angucken, damit hier auch... Ne? Okay, Karten verkauft. Wir haben jetzt ja natürlich weniger Plätze, dadurch können wir natürlich auch weniger Karten verkaufen. Sponsoren. Namensrechte, da ist auch keiner interessiert. Und, oh, Dell, da haben wir was. Anzahl erhöhen. Und die Summe. Kommt, Jungs. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Sehr gut. Okay, unterschreiben wir das mal. Gut. Noch ein freier Bandenplatz. Ah, aber kein Platz mehr für diese Bandenwerbung. Und zur Not kann man hier auch immer noch, wenn man einen schlechteren Vertrag hat, den natürlich auch wieder schließen. Kündigen. Erfolge, da ist nicht so viel drin zu sehen. Transfer brauchen wir nicht gucken. Training. Gut, erste Mannschaft. Da nochmal die... Ah, da fällt mir ein. Mitarbeiter. Aufgaben übertragen. Einsatz und Taktikfest. Das war das Problem. Okay, weist Aufgaben zu, wechselt im Spiel aus, ändert Taktik, legt Trainingsziele fest, okay, okay. Erste Mannschaft. Taktik. Okay, sollen wir erstmal damit anfangen? Sturmtank nehmen wir mal Dambo. Spielmacher ist Germany Luca. Wir spielen über die Mitte links. Abseitsfalle. Kurzpassspiel direkt, individuelle Anweisung, Distanzschüsse, ja, bei Standards nach vorne, steil gehen, Laufwege. Du darfst auch gerne ein bisschen nach vorne laufen, Dambo. Und die Innenverteidiger auch ein bisschen mit rein. Okay, die spielen ein bisschen anderes System als wir, aber das sieht ähnlich aus. Natürlich auch mit vier Verteidigern. Die spielen ein 4-1-2-1-2, wie es scheint. Okay, das war's für diese Vorbereitungsfolge und wir sehen uns gleich gegen NFC Energie Cottbus 2.